Hey Freunde, wir sind jetzt schon über 2 Wochen im Jahr 2020 und ich werde das machen, was die ganzen anderen YouTuber letztes Jahr getan haben. Und zwar werde ich über die besten Filme des letzten Jahres sprechen. Natürlich kann ich nur über die Filme reden, die ich gesehen habe. Interessanterweise hat meine Liste vor Dezember komplett anders ausgesehen, weil ich die besten Filme irgendwie noch im Dezember geschaut habe. Also bin ich froh, dass ich so lange gewartet habe, weil sonst hättet ihr wirklich was verpasst. Ich habe letztes Jahr schon 3 Top-Listen hochgeladen und ich werde das dieses Jahr wieder so machen, dass ich da eine ganze Reihe machen werde. Im Gegensatz zu letztem Jahr bin ich diesmal wirklich vor der Kamera. Das ist ja erst seit 3 Monaten so. Dieses Jahr habe ich 14 Filme gesehen, die auch dieses Jahr rausgekommen sind. Und 2 davon waren auch dabei, die mich nicht so überzeugt haben. Erstens wäre das Captain Marvel. Als sie in Infinity War angeteased wurde am Ende, war ich richtig gehypt, weil es kommt wieder eine neue Figur ins MCU. Als dann allerdings der Trailer rauskam, war ich eher schon so, ja, geht, hat mich nicht so interessiert. Zuerst wollte ich es gar nicht im Kino sehen, aber weil ich ja ein kleiner Marvel-Fanboy bin und traurigerweise Angst hatte, dass ich mich dann in Endgame nicht ganz auskennen werde, wenn ich den Film nicht sehe, habe ich ihn trotzdem gesehen. Er war bei weitem nicht so schlecht, als ich dachte. Leider war der komplette Plot-Twist halt sehr vorhersehbar und ja, es ist halt kein Meisterwerk. Der zweite Film wäre Detective Pikachu. Als dieser Film angekündigt wurde, war ich schon recht gehypt. Ähnlich wie bei Captain Marvel eigentlich. Alles in allem ein recht lustiger Film, aber es stört mich halt, dass die Pokémon so unrealistisch umgesetzt wurden. Ich meine, es gibt so viele coole Fanarts. Und so sehen die Pokémon im Film aus. Ich meine, diese Augen sind so groß. Bisasam müsste ja dauerhaft blinzeln, um dich irgendwie zu erblinden oder so. Aber naja, ich glaube, ich habe fürs Erste genug über Pokémon geredet. Also fangen wir jetzt an mit der Top 4. Da ich in diesen Top-Listen-Videos nicht nur über die 4 besten Filme sprechen werde, sondern über alle 14, werde ich die halt zwischen den Plätzen so einbauen, wie jetzt Captain Marvel und Detective Pikachu am Anfang. Aber ja. Den 4. Platz teilen sich erstmals in meinen Top-Listen-Videos überhaupt 2 Filme. Und zwar wäre das zum einen Joker und zum anderen Avengers Endgame. Ich finde meiner Meinung nach, dass Avengers Endgame vielleicht ein bisschen besser ist wie Joker. Kann man schwer vergleichen, die Filme sind sehr verschieden. Aber ich konnte Joker einfach nicht aus der Liste streichen. Zu Joker, wundervolle Musik, wundervolles Schauspiel. Es ist ein extrem tragischer und trauriger Film, der einen mit seinen unglaublichen Bildern immer weiter in seinen Bann zieht. Und gerade das, dass man gegen Ende hin immer weniger weiß, was jetzt Realität ist und was es sich halt einfach nur einbildet, ist dieser Film wirklich ein Meisterwerk. Weiter geht's mit Avengers Endgame. Kleiner Fun Fact, der Film hat eigentlich mein 1. Platz. Also die jetzigen ersten 3 Plätze habe ich halt alle im Dezember gesehen. Für ein Universum, das über ein Jahrzehnt und mit 21 Filmen aufgebaut wurde, ein gutes Ende zu finden, ist keine Leichtigkeit. Das haben wir dieses Jahr zum Beispiel bei Game of Thrones gesehen. Da waren ja nicht so viele Leute zufrieden mit dem Ende, obwohl die Serie über mehrere Jahre richtig gehypt wurde. Es ist nicht so leicht für so eine riesige Marke einen Abschluss zu finden, den die Fans akzeptieren oder im Falle von Endgame sogar lieben. Der Film war einfach viel persönlicher als Infinity War, weil Infinity War war einfach so ein riesiger Blockbuster-Kampf. Und Endgame wirkte da schon
durch das, dass es halt auch weniger Charaktere wieder gab, persönlicher und nicht mehr so oberflächlich. So, weiter geht's mit ein paar Filmen, die es nicht in die Liste geschafft haben. Die sind übrigens auch chronologisch von schlecht auf gut geordnet. Also jetzt kommen halt die schlechteren und am Ende dann die Filme, die es gerade nicht geschafft haben. Jetzt rede ich über Once Upon a Time in Hollywood. Ja, der ist bei mir so weit unten. Der Film ist überhaupt nicht schlecht oder so, aber ich habe halt nicht wirklich schlechte Filme dieses Jahr gesehen, weil wenn ich weiß, dass der Film nicht gut ist, gehe ich nicht ins Kino dafür. Die Atmosphäre und die Charaktere, vor allem Brad Pitt, waren wirklich der Hammer. Aber der 9. Film von Tarantino ist sehr langwierig. Und vor allem der rote Faden fehlt komplett. Weiter geht's mit Rocketman und X-Men Dark Phoenix. Rocketman ist ein Biopic von Elton John. Und ich muss sagen, die Lieder von Elton John sind wirklich gut eingesetzt worden. Vor allem die Liederauswahl und so weiter. Aber der Film war mir zu viel Musical. Und ich mag sowas nicht. Ich finde einfach Gesangseinlagen und so weiter, es wirkt so gestellt, es reißt sich aus der Handlung raus und macht den Film irgendwie unnötig länger. Dark Phoenix ist der Abschluss der X-Men-Saga. Nicht der absichtliche Abschluss, weil es halt Disney gekauft hat und die halt gesagt haben, yo, beendet das. Wir wollen da nichts mehr mit dem zu tun haben. Deswegen mussten sie es halt abschließen und das merkt man, dass sie es nicht wollten. Es gab ein paar coole Szenen, wie zum Beispiel als Magneto das erste Mal vorkam. Aber obwohl der Film wirklich einige gute Momente hat, es ist kein Film, den man sich merkt. Es ist einfach ein Superheldenfilm, den man nach einem halben Jahr eigentlich wieder vergessen hat. Platz 3 auf meiner Liste ist Parasite. Diesen Film haben sehr, sehr viele Leute am ersten Platz. Und ich muss sagen, der Film ist gut. Ich finde nicht wirklich irgendwas, was ich ihm irgendwie vorwerfen könnte. Aber irgendwie hat mich der Film einfach nicht gepackt. Also meine Erwartungen waren einfach andere. Ich habe mir nicht irgendwie Besseres erwartet, sondern halt einfach anderes. Also es ist zwar irgendwie unfair, den jetzt auf Platz 3 zu stecken, wenn ich jetzt nicht irgendwie was Negatives sagen kann. Das kann ich aber über Platz 2 und Platz 1 auch nicht. Und die fand ich persönlich halt einfach besser. Und deswegen ist Parasite auf Platz 3. Kleiner Fun Fact: Für Parasite habe ich nur 7,50 € im Kino gezahlt. Das ist nichts. Und er war der Grund, warum ich mir Star Wars nicht angesehen habe. Denn für Star Wars hätten sie 13,50 € verlangt. Und ich wusste einfach, ich werde für einen Film, der wahrscheinlich um Längen schlechter ist als Parasite, nicht das Doppelte zahlen. Und deswegen habe ich Star Wars nicht gesehen. Was ich allerdings gesehen habe, ist Spider-Man Far From Home. Der Film war lustig, es gab verdammt gute neue Charaktere und auch die alten wurden gut weitergeführt. Ich mochte die Love Story zwischen Peter Parker und MJ. Mir hat's nicht gefallen, dass im Trailer so getan wurde, als ob es jetzt ein Multiverse gibt. Und als Plot-Twist gibt es das nicht. Die Fans wurden halt irgendwie verarscht und ihnen wurden falsche Hoffnungen gemacht, nur um den Film zu sehen. Mir hat bei diesem Film irgendwie das Spider-Man-Feeling gefehlt. Ich fand die Anzüge auch cool, die wurden leider ebenfalls zu wenig behandelt. Ebenfalls hat mir die Figur von Mysterio gefallen, das mit dem Europa-Trip war auch eine gute Idee. Dass mehr in Peters Psyche eingegangen wurde und eben der Druck, den jetzt auf ihm lastet, nach dem Tod von... Oh, das war ein Spoiler. Der Film ist ein guter Nachfolger, übertrifft aber nicht Homecoming. Und wo Spider-Man zu kurz war,
war The Irishman zu lang. Ich fand den Film wirklich gut. Es war einfach ein genialer Gangsterfilm. Der Film war leider einfach zu lange. Er dauert über 3 Stunden. Ich muss sagen, ich habe den relativ spät gesehen, also von der Uhrzeit her. Und ich bin 2-mal fast eingeschlafen. Und ich finde es nicht schlecht, dass dieser Film langsamer ist und ruhiger und so. Denn dadurch wirken halt die Momente, die halt nicht so sind, viel kräftiger. Der ist auf Netflix, schaut den nicht auf einmal, schaut den auf 2-3 Mal. Ich meine, das Schauspiel und alles war wirklich klasse. Die Musik ebenfalls. Aber das ist für mich halt ein zu großer Kritikpunkt, um ihn jetzt in die Liste zu nehmen. Okay, langsam kommen wir voran. Auf Platz 2 habe ich Ich habe meinen Körper verloren. Im Original heißt es J'ai perdu mon corps, glaube ich. Ist ein französischer Animationsfilm. Und ich muss sagen, der ist einfach wunderschön. Er hat mich wirklich sehr mitgenommen. Im Film geht es halt um eine Hand, die eben irgendwie seinen Körper verloren hat. Und die Hand macht sich halt auf den Weg, den Körper zu finden. Und erinnert sich immer wieder zurück an die Zeiten, als sie halt irgendwie noch dran war, so gesagt. Also es ist halt eine verdammt komische Idee, die wirklich, wirklich gut umgesetzt wurde. Es ist halt so cool, weil man die Geschichte von 2 Erzählsträngen erzählt bekommt. Zum einen halt die Vergangenheit, wo halt dann auch Dialoge sind und so. Und dann halt wieder die Hand, die nur mit Musik und Soundeffekten auskommt und du trotzdem irgendwie so die Gefühle, soweit eine Hand Gefühle haben kann, nachvollziehst. Und deswegen hat dieser Film, den es ebenfalls auf Netflix gibt, meinen 2. Platz in der Liste bekommen. So, jetzt geht's zu den beiden Filmen, die es gerade nicht in die Liste geschafft haben. Da hätten wir zum einen Klaus. Es ist eine wunderschöne Weihnachts-Kindergeschichte. Der Film macht wirklich sehr, sehr viel richtig. Allerdings ist die Handlung sehr vorhersehbar von Anfang an. Das nimmt dem Ganzen halt jegliche Spannung. Durch das, dass man halt weiß, dass es ein Kinderfilm ist, ist man gleich so, okay, den Hauptcharakteren passiert eh nichts. Das ist jetzt zwar irgendwas, was man vielleicht auf den ersten Blick allen Kinderfilmen vorwerfen könnte, aber es gibt halt auch Kinderfilme, die es schaffen, dass du trotzdem Angst hast, irgendwie so, dass den Charakteren was passiert. In dem Fall war es nicht so. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, es ist nicht so schlimm, wenn das nicht so ist. Und deswegen hat er es auch gerade nicht auf die Liste geschafft. Der 2. Film ist Shazam. Sandberg hat es wirklich geschafft, einen neuen Superheldenfilm zu erschaffen. Im Gegensatz zu den anderen Filmen des DC-Universums ist es nämlich so, dass dieser Film nicht versucht, irgendwie einfach nur brutal und grausam und düster zu sein. Nein, dieser Film versucht es erstmals in diesem Universum etwas Lustiges zu sein. Das schafft er und gleichzeitig ist er halt mit seinen sehr sympathischen Charakteren Billy und Freddy, die waren einfach so krass sympathisch. Sowas habe ich wirklich lange nicht gesehen. Aber um auch was Negatives zu sagen, der Bösewicht war nicht so tiefgründig. Man hat zwar am Anfang erfahren, warum er böse ist und so, um dann dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu verleihen. Aber man hat es während dem Film als zu sehr einfach vergessen, warum der Typ jetzt irgendwie böse ist und warum macht er das jetzt noch schnell. So, und jetzt ist es endlich soweit. Der 1. Platz und beste Film, der dieses Jahr rauskam, ist meiner Meinung nach Marriage Story. Ebenfalls auf Netflix erschienen, der Film punktet halt mit einem Thema, das viele betrifft und alle kennen, und zwar Scheidung.
Und obwohl dieses Thema meiner Meinung nach schon zu Tode verwendet wurde, also gefühlt gibt es in jedem zweiten Film geschiedene Eltern oder es geht um die Scheidung oder so, dieser Film hat es trotzdem geschafft, etwas Neues zu erschaffen, das ich so noch nie gesehen habe. Um mich kurz zu halten, die Charaktere wirken einfach so lebhaft und nachvollziehbar. Du bist irgendwie auf beiden Seiten und wirst nicht krass in irgendeine Seite gezogen, sondern musst irgendwie für dich selbst so entscheiden, wer hat jetzt irgendwie recht oder haben beide recht oder niemand. Dieser Film erzählt mehr über die Blicke der Charaktere und die Kamera als über Dialoge, und hier könnte man wirklich sagen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also es gibt hier irgendwie einfach so viel zwischen den Zeilen meiner Meinung nach, und deswegen ist Marriage Story der beste Film 2019. Aber was fandet ihr? Was war euer bester Film 2019? Oder welche Filme haben euch gar nicht gefallen? Das Ganze könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Auf dem Weg dorthin kommt ihr auch am Like- und Abonnier-Button vorbei. Also drückt das vielleicht mal. Höchstens ihr habt schon abonniert, dann deabonniert ihr. Das wäre nicht so cool. Kleine Sorry, dass meine Liste so spät kommt. Aber ich bin wirklich froh, dass ich im Dezember die ersten drei Plätze noch gesehen habe. Ich kann euch die Filme alle empfehlen. Dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.